Der Kranke, der monatelang von zu Hause weg ist, kommt zurück als einer, dem alles fremd geworden ist und der sich nur nach und nach und auf das mühseligste mit allem wieder anfreunden und sich alles wieder aneignen muss, gleich um was es sich handelt. Es ist ihm in der Zwischenzeit tatsächlich verloren gegangen. Jetzt muss er es wiederfinden. Und da der Kranke grundsätzlich immer allein gelassen ist, alles andere ist eine perverse Lüge, muss er sich schon um ganz und gar übermenschliche Kräfte bemühen, wieder da weitermachen können, wo er Monate oder, wie in meinem Falle schon mehrere Male, gar Jahre vorher aufgehört hat. Das begreift der Gesunde nicht. Er ist sofort ungeduldig und erschwert aus seiner Ungeduld heraus gerade da, dem zurückgekehrten Kranken alles das, was er ihm erleichtern sollte. Die Gesunden haben noch nie mit den Kranken Geduld gehabt und naturgemäß auch die Kranken nicht mit den Gesunden, was nicht vergessen werden darf. Denn der Kranke stellt naturgemäß viel höhere Ansprüche an alles, wie der Gesunde, der solche höheren Ansprüche ja nicht zu stellen braucht, weil er gesund ist. Die Kranken verstehen die Gesunden nicht, wie umgekehrt, die Gesunden nicht die Kranken, und dieser Konflikt ist sehr oft ein tödlicher, dem letzten Endes der Kranke nicht gewachsen ist, aber auch naturgemäß nicht der Gesunde, der an einem solchen Konflikt schon oft krank geworden ist. Es ist nicht leicht, mit einem Kranken, der plötzlich wieder da ist, wo ihn Monate oder Jahre vorher die Krankheit herausgerissen hat, aus allem nämlich umzugehen, und die Gesunden haben meistens auch gar nicht den Willen, den Kranken zu helfen. In Wahrheit heucheln sie fortwährend ein Samaritertum, das sie nicht haben wollen, und das, weil es ein geheucheltes ist, dem Kranken nur schadet und nicht im geringsten nützt. Der Kranke ist tatsächlich immer allein, und die Hilfe, die ihm von außen zuteil wird, stellt sich beinahe immer nur als ein Hindernis oder als eine Störung heraus, wie wir wissen. Der Kranke braucht die unmerklichste aller Hilfen, die zu leisten, aber die Gesunden nicht imstande sind. Sie beschädigen mit ihrer letzten Endes egoistischen Hilfe, Heuchelei den Kranken nur und erschweren ihm alles, anstatt es ihm zu erleichtern. Die Helfenden helfen dem Kranken meistens nicht, sondern sie belästigen ihn. Der wieder nach Hause gekommene Kranke aber kann sich keinerlei Belästigung leisten. Macht der Kranke darauf aufmerksam, dass man ihn, anstatt ihm zu helfen, in Wahrheit belästigt, wird er von denen, die nur vorgegeben haben, ihm zu helfen, vor den Kopf gestoßen. Er wird des Hochmuts bezichtigt, des grenzenlosen Egoismus, wo es sich bei ihm doch nur um die äußerste Notwehr handelt. Die Welt der Gesunden empfängt den nach Hause gekommenen Kranken nur mit einer scheinbaren Freundlichkeit, nur mit einer scheinbaren Hilfsbereitschaft, nur mit einem scheinbaren Opfermut. Werden diese Freundlichkeit und diese Hilfsbereitschaft und dieses Opfertum aber einmal von dem Kranken wirklich auf die Probe gestellt, haben sie sich schon nur als scheinbare und also zur Schau getragene Bereitwilligkeiten herausgestellt, auf die der Kranke am besten verzichtet. Aber nichts ist naturgemäß schwieriger als die tatsächliche Freundlichkeit und die tatsächliche Hilfsbereitschaft und das tatsächliche Opfertum, und die Grenze zwischen dem Tatsächlichen und dem Scheinbaren ist auch in dieser Beziehung schwer auszumachen. Wir glauben sehr lange, es handelt sich um ein tatsächliches, während es sich doch nur um ein scheinbares gehandelt hat, von welchem wir lange Zeit blind gewesen sind. Die Heuchelei der Gesunden dem Kranken gegenüber ist die verbreitetste. Im Grunde will der Gesunde mit dem Kranken nichts mehr zu tun haben, und er sieht es gar nicht gern, wenn der Kranke, ich spreche von einem tatsächlich schwer Kranken, auf einmal wieder Anspruch erhebt auf seine Gesundheit. Die Gesunden machen es den Kranken immer nur besonders schwer, wieder gesund zu werden oder wenigstens sich wieder zu normalisieren oder wenigstens ihren Krankheitszustand zu verbessern. Der Gesunde will, wenn er ehrlich ist, mit dem Kranken nichts zu tun haben. Er will nicht an Krankheit und dadurch naturgemäß und folgerichtig an den Tod erinnert sein. Der Gesunde will unter sich und unter seinesgleichen sein. Er duldet im Grunde den Kranken nicht.
Es ist mir selbst immer schwer gemacht worden, aus der Welt der Kranken in die Welt der Gesunden zurückzukehren. In der Krankheitszeit, also in der Zwischenzeit, hatten sich die Gesunden von dem Kranken vollkommen abgewandt. Sie hatten ihn aufgegeben und waren damit nur ihrem Selbsterhaltungstrieb gefolgt. Jetzt ist auf einmal der, welcher schon verarbeitet worden war, von ihnen und letzten Endes schon gar nicht mehr in Betracht gekommen war, wieder da und fordert seine Rechte. Und man gibt ihm naturgemäß sofort zu verstehen, dass er im Grunde keinerlei Recht hat. Die Kranken haben, von den Gesunden aus gesehen, kein Recht mehr. Ich spreche immer nur von Schwerkranken, die eine Lebenskrankheit haben, wie ich und wie sie der Paul Wittgenstein gehabt hat. Die Kranken sind durch ihre Krankheit Entmündigte, die nur das Gnadenbrot der Gesunden zu essen haben. Der Kranke hat durch seine Krankheit Platz gemacht und beansprucht jetzt auf einmal wieder seinen Platz. Das wird von den Gesunden immer als ein Akt der absoluten Unerhörtheit empfunden. So hat der zurückgekehrte Kranke immer das Gefühl, er dränge sich plötzlich in einen Bereich hinein, in welchem er nichts mehr zu suchen habe. Der Vorgang ist weltweit bekannt. Der Kranke geht und ist weg, und die Gesunden nehmen sofort seinen Platz ein und nehmen diesen Platz tatsächlich in Besitz. Und auf einmal kommt der Kranke, der nicht gestorben ist, wie angenommen, zurück und will wieder seinen Platz einnehmen, in Besitz nehmen, was die Gesunden aufbringt, weil sie durch das Wiederauftauchen des schon Abgeschriebenen sich neuerlich einzuschränken haben, was ganz gegen ihren Willen ist und was dann von dem Kranken die übermenschlichsten Kräfte erfordert, nämlich, dass er seinen Platz wieder einnimmt und in Besitz nimmt. Andererseits wissen wir aber auch, dass die Schwerkranken, wenn sie wieder nach Hause kommen, mit der größten Rücksichtslosigkeit an ihre Wiederinbesitznahme gehen. Sie haben manchmal sogar die Kraft, die Gesunden abzudrängen und gänzlich wegzudrängen, ja zu töten. Aber diese Fälle sind höchst selten, und der alltägliche ist der, von welchem ich vorher gesprochen habe. Der nach Hause kommende Kranke erwartet ihm gegenüber nichts als Behutsamkeit und begegnet letzten Endes doch nur der brutalen Heuchelei, die der Kranke, weil er der Hellsichtige ist, sofort durchschaut. Den nach Hause kommenden Kranken, und das heißt Schwerkranken, ist mit Behutsamkeit zu begegnen. Aber das ist so schwierig, dass wir es kaum erleben, dass einem heimkehrenden Schwerkranken mit Behutsamkeit begegnet wird. Die Gesunden geben ihm sofort das Gefühl, er gehöre gar nicht mehr her und also zu ihnen, und sie versuchen mit allen Mitteln, während sie das Gegenteil sagen, den nach Hause gekommenen Kranken abzustoßen.